Ein Sieg für uns vom Ergebnis her, alles erfolgreich, man kann zufrieden sein. Seitens der Mannschaft können Sie mit dem Spiel auch zufrieden sein, mit der Art des Sieges? Ja, es war von Anfang an schwer zum Spielen, das haben wir vorher schon gewusst. Sie sind tief gestanden, eben mit 5 Leuten hinten. Dass es nicht einfach wird, ja. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man zufrieden sein. Das Tor war unglücklich, dem glaube ich einmal aufs Tor geschossen, die ganzen 90 Minuten. Von dem her 20 Sekunden, das passt. Jetzt wieder zurück auf der Siegerstraße. Kann man sagen, die Mannschaft ist in dieser Liga angekommen oder ist aus eurer Sicht noch Luft nach oben? Luft nach oben geht, glaube ich, noch immer mehr. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, passt so, wie wir spielen. Wir haben jetzt in 4 Spielen 3-mal gewonnen, einmal mit Pech verloren, glaube ich. Ich glaube, ankommen sind wir sicher in der Liga. Jetzt hast du die letzten Minuten von der Bank aus zusehen müssen, hast gesehen, wie man diesem Unentschieden versucht zu entrinnen. Ich stelle mir das hart vor, wenn man selbst nichts mehr ausrichten kann. Wie fühlt es sich an, zuerst zu zittern und danach beim Tor oder das Tor zu erleben? Ja, natürlich, wenn es draußen sitzt, dann steht es 1-1 und man sieht, es geht nichts rein, wenn man Pech hat. Ist extrem schwierig natürlich, weil du selber nichts machen kannst. Aber dann, wenn das Tor passiert, das ist eine Befreiung einfach. Das ist, ja, ein Wahnsinn. Der 1000-Gulden-Schuss sozusagen ist heute dir gelungen. Was geht ab durch den Kopf, kurz nachdem man in der 95. Minute oder irgendwas das entscheidende Tor zum Sieg schießt? Ja, der Stein war schon ziemlich schwer, der mir vom Herzen gefallen ist. Ich glaube, der ganzen Mannschaft ist ein Riesenbrocken vom Herzen gefallen. Wir haben uns da einen Sieg heute vorgenommen, haben leider nach der 1-0-Führung haben wir es verpasst, dass wir das zweite Tor machen und dann ja, machen die noch am Corner das 1-1 und dann hat man gesehen, dass wir nicht so befreit in den Füßen waren und ja, wir haben weiterkämpft, haben versucht bis zum letzten Moment das zweite wichtige Tor zu machen und es ist uns Gott sei Dank gelungen. Man hatte das Gefühl, es fällt euch aber alles in allem heute nicht ganz so leicht, wie erhofft. Ja, natürlich. Von vornherein waren wir, glaube ich, der haushohe Favorit. Jeder hat sich einen hohen Sieg erwartet. Und so leicht ist es dann doch nicht. Die spielen hinten mit einer Fünferkette, versuchen sehr kompakt zu sein. Und nach vorne haben es, glaube ich, von 10 Bällen 10 hoch versucht. Und die sind halt einfach kein Risiko gegangen. Aber wie gesagt, wir haben es leider verpasst, dass wir das zweite Tor machen. Weil so hätten wir dann eigentlich den Sack zumachen können. Zu deiner Rolle. Von außen betrachtet hat es ausgeschaut, als hätte sich die innerhalb der Mannschaft ein bisschen verändert, dass du weiter nach hinten rückst, dass du Bälle holst, antreibst. Stimmt die Einschätzung in etwa so? Ja, es ist natürlich immer vom Spiel her abhängig. Wenn man sieht, dass die gegnerische Mannschaft sehr tief steht, dann versuche ich natürlich, spielerische Akzente zu setzen und ja, Überzahlspiel im Mittelfeld zu kreieren. Und ja, zweite Halbzeit nach der Auswechslung vom Schäber bin ich dann zurückgerückt. Nehmen Marco und der Berge hat dann vorne mit dem Roger zusammengespielt und natürlich versuche ich dann, wie jeder andere, die Mannschaft anzutreiben. Also da will ich mich nicht herausnehmen, weil auch beim Tor, das Tor kann ich nicht machen, das ist ein großer Anteil, gehört da auch dem Luki, dem Grafi, weil ich glaube zwei Innenverteidiger waren da auf Erben und er hat sich trotzdem durchgesetzt und jeder in der Mannschaft hat seinen gleichen Anteil und das ist sehr wichtig. Ein im Endeffekt doch enges Spiel. Ich denke, da war viel Hoffnung eurerseits mit drin in den letzten Minuten und jetzt viel Enttäuschung, oder? Ja, natürlich. Wir haben im Moment ein bisschen, Pech. Hoffen ist jetzt das zweite Mal, dass wir in einer Nachspielzeit das Tor gekommen, dass wir eine Partie verloren haben. Nur 4 Spieler mit 0 Punkte ist natürlich ja, nicht zufriedenzustellend. Mhm. Wie habt ihr seitens eurer Bank dieses Spiel erlebt? Wie lange habt ihr an die Chance geglaubt und wie zufrieden im Endeffekt mit der spielerischen Leistung, abgesehen vom Ergebnis, seid ihr? Also natürlich kommen wir da als totaler Underdog her zum GAK. Wir haben noch nie vor so einer Kulisse gespielt. Ich kann nur sagen, Gratulation an meine Jungs und gehofft habe ich bis zur 95. Minuten. Leider hat der Schiedsrichter fast 97 spielen lassen, aber okay, ist so, kann man nichts machen. Dann Dankeschön und viel Erfolg für die nächsten Runden. Alles klar, also, danke.